eine kleine Mieze jetzt. Miau. Nee, Hybrid kann das nicht sein, der hat Spätschicht. Erstmal jedem trinken, wenn wir in den Arsch schicken. Hä? Herr Hübsch, bist du's? Nee. Aber wie er gleich, ne? Wir sind gleich alle vermuten, dass er das ist. Tschüss. Bye. Wiedersehen. Ich seh dich auch. Pass auf, wo gleich kann ich auch wo dein Name ist. Ich weiß, wo dein Name steht. Wow. Der war so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Ja. Wir sind die Jump Cuts. Ui. Er macht mich fertig. Warum? Was machen wir? Gewöhn dich schon mal dran. Also wenn, du bei, wenn du bei uns in die Gilde kommst, wird's doch schlimmer. Oder besser. Jetzt sagen wir besser. Wird immer besser. Ich hab keine Angst. Wollte ich nicht schon Roberto spielen? Also, ja, wolltest. Wolltest du? Wollte ich. Schon vor 52 Minuten. Ich habe extra reingeschrieben, später Schnoberto. Ah, okay, gut. Definiere schlimmer besser. Du wirst aus dem Lachen nicht mehr rauskommen? Ja, das trifft es ganz gut. Hä? Oh no! Hm? Ich hab Bockmess gebaut. Was Huch. Denn? Mein Bade ist weg. Ich hab jetzt zweimal Taumaturg drin, was soll denn das? Zweimal alle Minuten wird der Flugtaxi angeboten und Luna springt von Dächern. Stimmt, Luna springt gern von Dächern. Also, seitdem Luna wieder da ist, mache ich das ja nicht mehr. Und jetzt ist das wieder ihre Aufgabe. Oh, ich weiß schon, was mir gefehlt hat. Ich habe irgendwie Lust auf Schnurberto, aber irgendwie habe ich auch keine Lust auf Schnurberto und irgendwie will ich die Story weitermachen, aber irgendwie will ich die Story nicht weitermachen. Du willst die Story weitermachen? Ja, ich will die Story weitermachen. Aber ich will auch Schnurberto spielen. Wie viele Quests habe ich noch von der Hauptstory? Huch. Das wird nicht mehr so viel sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich. Also ich bin bei der 6. Danach noch 4. 6 sind sie insgesamt. Ja, dann mache ich das. Ja, dann verschiebe ich den Life is Strange Stream und mache das Donnerstag. War doch eh klar. Hier bin ich mit einverstanden. Oh, ich habe mein Baden wieder. Hui, das jetzt war ist, aber komisch. Jetzt ist nur die Frage, spiele ich Herbert oder spiele ich Roberto? Wann? Jetzt? Ja, jetzt. Natürlich jetzt. Du willst wirklich noch wechseln? Ja, natürlich. Wow. Was soll ich denn sonst machen? Na, ich denke, du wolltest die Hauptstory jetzt weitermachen. Ja, die mache ich Donnerstag. Ach so, ich habe gedacht jetzt und du verschiebst Schnoberto auf Donnerstag. Ja, könnte ich auch machen, aber... Wenn wir gehen jetzt für Mappa Vögelchen fahren und danach gehen wir die Ausrüstung aus den Alley-Raid für Grinden. Ich glaube, allein mit den Vögeln sind wir bis morgen früh beschäftigt. Piep, piep. Die gehen eigentlich echt schnell, wenn die Droprate uns heilig ist. Ihr geht als CD, ich gehe als Heiler. Ich gehe sowieso als DD, du Nase. Wir gehen alle als DD da rein. Aber. Wir brauchen den. Ey, bei Sephiroth wäre das gar nicht mal so unpraktisch gewesen, einen Heiler zu haben. Dann geh ich halt als Paladin rein, Rabenheiler. Jetzt darf ich mal heilen und dann darf ich nicht heilen. Das Problem ist halt, dass der Damage dann fehlt, weißt du? Weil ein Tank wäre auch ganz praktisch.
Also ich würde mich wieder umloggen, wenn wir irgendwas machen gibt. Ich überlege noch kurz. Ich gehe mal im 90er rein, ne? Ja. Wenn wir fahren, gehen eh. Wenn wir fahren, immer. Okay. Warum? Ich wollte nur nochmal sicher gehen. Ich meine, wir könnten auch ratlos fahren gehen. Mit 3 DDs. Achso. Warte mal, Rathalos? Ja, Rathalos. Da habe ich eine Rathalos-Schuppe und 6 Rathalos-Schuppen. Also 2 verschiedene. Aber ja, das ist wahrscheinlich, die eine müsste eine Plus sein und die andere ist die normale. Ja, ja. Die Plus brauchst du fürs Mount. Wollte ich gerade sagen. Brauchen tun wir das und die Plus. Einfachen, was kriege ich dafür? Gear eine oder Rüstung. Was? Ja. Mhm. Also nichts, was du brauchst. Wahrscheinlich. Denk dran, ich habe noch mehr Schars. Mein Samurai habe ich auch schon eingekleidet. Von den roten Steinchen. Ja. Ach siehst du, ich wollte mal gucken, was ich an die blauen Steine schon habe. So, blaue habe ich jetzt 1565. Naja, die normalen habe ich schon wieder voll. Und rote habe ich schon 770. So, Rathalos zu fahren, brauchen wir mit einer Dreiergruppe gute 3 Stunden. Ja. Okay. Wenn wir's für... Was? Ja. Dann, aber nicht nur heute. Nee. Durchgehend meine ich jetzt. Mit der Vierergruppe kriegen wir es in 2 Stunden. Wenn wir genug Damage drücken. Bade. Genug Damage. Wie wir ja wissen. Ja. Aus sicherer Quelle. Aber mein Schnitter ist durch die ganzen Delis, die wir zusammen gelaufen sind, schon 87. Delis wollten wir auch noch. Wechsel ich gleich wieder. So, ich bringe die Stole erstmal wieder an Ort und Stelle. Na, Aidaria, wir können auch Delis laufen. Dann kannst du deinen Heiler noch leveln. Mein Heiler brauche ich nicht leveln, der ist 90. Ach shit. Den brauche ich nicht mehr leveln. Dann kannst du deinen Mechanisten leveln. Ja. Oder der, ja. Bis auf Experte, wenn wir das mitmachen. Bis auf Experte, ja. Ich lese erstmal. Du liebe Zeit, welch seltener Besuch. Steht euch denn der Sinn nach einer Vorlesung oder was darf ich heute für euch tun? Oh Gott, ich muss einmal... So. Verzeiht, dass wir euch so überfallen, Rektor Monche, wie auch immer. Aber wir suchen ein altes Buch und glauben, dass es sich in der Abteilung für verbotene Schriften des Numenons befinden könnte. Ah, diesmal wählt ihr also den offiziellen Weg, anstatt euch einfach hineinzuschleichen. Das ist begrüßenswert, aber ich muss doch fragen, welche Gründe hinter dieser Bitte stecken. Etwas Dringliches wie ein Weltuntergang wird es ja hoffentlich nicht schon wieder sein. Doch, es ist ein Weltuntergang. Ein halber. Eventuell. Wir doch noch gar nicht. Doch. Verlorenes Wissen um die Manipulation eines Nichtsportals also. Die Demir, eine der berühmtesten Alchemistenfamilien Rasatans, fand einen Weg. Ich glaube, dass ihr Werk, das diese verbotene Methode beschreibt, in Numenon zu finden ist. Doch wozu soll dieses Wissen dienen? Willst du wahrlich ins Nichts treten? Genau das gedenke ich zu tun. Diese Musik, ne? Matoya Sim. Ja, so schön. Dann muss ich wissen, weshalb. Nun, ich will herausfinden, wie man zwischen den Welten reist. In einem der Splitter wartet nämlich jemand darauf, dass ich eben dieses Versprechen erfülle. Bis ans Ende der Himmel bin ich gegangen, habe die Wahrheit und der Welt und das Echo ihrer Zukunft gehört, gefühlt und endlos darüber nachgedacht. Doch will ich alles begreifen und noch das letzte Geheimnis lüften. Und diese Reise zwischen den Welten ist eben eines davon. Also, Rektor Monchon, was tun wir, wenn uns die Pforten zum Wissen verschlossen sind? Wir setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um sie aufzustoßen. Oh, das hätte ich selbst wohl nicht besser sagen können.
Lucifer hat seine Schützlinge wahrlich weise gewählt. Und du hast in der Vergangenheit bereits mehrfach bewiesen, dass deine Absichten nobel sind. Nun gut, ich werde eure Bitte vor den Rat tragen. Aber dennoch kann und will ich dies nicht im Alleingang tun, zumal ich nun wirklich nicht das einzige Ratsmitglied war, das euch in der Stunde der Not beistand, nicht wahr? Natürlich spreche ich von Fourchonon, den tapferen Gefährten seiner Zwillinge schlägt er eine solche Bitte doch sicherlich nicht aus. Und zwei Fürsprecher sind besser als einer. Das ist ein gutes Argument. Ratsmitglied Fourchonon Unterstützung wäre für unser Anliegen tatsächlich Gold wert. Komm, vielleicht haben wir Glück und er ist zu Hause. Ah, eines noch. Eine Bitte, wenn ihr gestattet. Wenn ihr den Schleier des Nichts gelüftet oder gründet habt, was hinter dem Portal liegt, so lasst mich daran teilhaben. Wie ihr eben selbst so wunderschön dargelegt habt, bin ich schließlich selbst gänzlich dem Wissen und vor allem der Wissbegierde verschrieben. Das versteht sie doch von selbst. Hallo, Frisches. Ja? Es wird immer noch gestreamt. Kennst mich doch. Die Sucht ist einfach zu groß. Aber ich glaube, du hörst mich wieder nicht. Ich dachte, wir sind schon offline. Mm. Scheiße. Sowas aber auch. Ja, ne? Verdammter Mist. Ich werde erwischt. Auf frischer Tat ertappe unsere Schmuddeleien. Bin mir ständig, da müssen wir ja doch wieder die Hosen anziehen. Oh Mist. Hat jemand den... Oh Scheiße, da hab ich mein BH hingeschmissen. Das wollte ich gerade sagen. Hat jemand meine Unterwäsche gesehen? Ich glaube, der Hund hat sie gefressen. Okay. Cleo? Nein. Wir sind alle ganz artig. Warum laufe ich zu Fuß? Ah nee, es geht ja nicht. Ich muss ja zu Fuß laufen. Ja, bring mein BH wieder her. Das Hotel ist toll. Oh, ich habe die Bilder gesehen. Die sind echt schön. Was? BH? Egal, zeig her die Glocken. Nee, meine kriegst du nicht zu sehen. Vergiss es. Ja, du sollst doch nur die Glocken aus dem Schrank holen. Die so schön klirren. Im Schrank. Die Glocken, die so schön klirren. Da muss ich mal in meine Angeltasche gucken bei den Aalglocken. Erst vorhin das mit dem Kurzfluss und jetzt das. Ja. Ich mag Glocken. Ich mag Glocken. Wenn wir Glocken brauchen, dann müssen wir in die Kupferglockenmine. Da gibt es bestimmt welche. Aber jetzt ist die Frage, die Glocken oben oder die Glocken unten? Ich mag Züge. Ich mag Kekse. Ich mag Glocken. Ich mag auch Möpse. Oh ne, Möpse sind nicht so meins. Die gucken immer so Möpse. Böse. Die schnarchen. Ich mag Möpse auch. Was tue ich hier gerade? Ich glaube falsch. Ich mag Pandas. Weißt du, wir alle so und Ryan ganz unschuldig. Ich mag Pandas. Ich glaube, der Hund ist gerade wach. Da muss man sich aus dieser missligen Lage befreien. Ich glaube, der Hund ist gerade wach geworden. Gut. Na toll. Ja, gut, dass der Hund vor 2 Stunden erst im Garten war. Ich wollte gerade sagen, auf dem Klo, aber das stimmt ja nicht. Ich bin unschuldig. Ja, das stimmt. Ja, das behaupte ich auch immer. Das rede ich mir auch jeden Tag ein. Funktioniert irgendwie nicht so gut. Nee, ne? Das ist genau, was du meinst. Die Dame samt Foto und die Dame Ruhl. Herzlich willkommen beim Anwesen der Livelius. Livelius. Was ist euer Anliegen, wenn mir die Frage gestattet ist? Wir hatten gehofft, mit dem Herrn des Hauses zu sprechen. Ist er zugegen? Das ist er. Bitte wartet einen Moment, ich werde euch ankündigen. Das ist so formell heute. Ich bin doch erst 13, Hust. Hau mich bald in die Falle, geht morgen zeitlich weiter. Ich weiß. Aber schön, dass du reinschaust, Frisches. Das wäre eine angenehme Überraschung. Mit einem Besuch von euch beiden hätte ich nun nicht unbedingt gerechnet. Ihr wolltet mich sprechen? Nun denn, ihr habt meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja, toll, danke.
dann bin ich 10 zumindest im Kopf. Oh Gott, wenn es ums geistige Alter geht, dann bin ich ja 2. Na, 3. Gut, dass ich reingeschaut habe bei den ganzen Glocken und Möpsen. Ja, ne? Das wäre dir sonst noch entgangen. Das hättest du sonst im Nachhinein gucken müssen. Wer kann sich denn Glocken und Möpse entgehen lassen? Richtig. Als erstes will ich anmerken, wie lobenswert ich es finde, dass ihr diesmal den rechten Weg wählt, durch nicht wieder unlauterer Methoden bedient. Dasselbe hat Rektor Montage, wie auch immer, auch gesagt. Tatsächlich kann ich versprechen, dass wir auch in Zukunft den Gesetzen Charleians folgen werden. Nun, Notfälle einmal ausgenommen. Gute Nacht und viel Spaß noch. Gute Nacht, Frisches. Dann fahr morgen vorsichtig, pass auf dich auf und ich liebe dich. Und schlaf schön. Gute Nacht, Frisches, schlaf schön. Ich mache auch nicht mehr zu lange. Nee, Monster, wenn du aufstehst, ist sie noch live. 5 Stunden. Nein, das geht tatsächlich nicht. Ich muss ja mit dem Hund. Hab ja nur noch 800 Kilometer vor mir. Ach ja, wenn es nur das ist. Wenn es nur 800 Kilometer sind, ja, na dann. Oh, so viel Liebe hier. Ja, Mensch, mein Schatz ist halt so weit weg von mir. Wir sind einige Kilometer getrennt und das seit über 24 Stunden. Ich leide Höllenqualen. Dann wir sind in ein paar Stunden zusammen. Ja. Ja, ein paar Stündchen noch. Vor ein paar Stündchen. Ein ganzer Tag noch. Eineinhalb Tag, dann haben wir's. Dann haben wir's überstanden. Am besten sparen wir uns diese Diskussion, um unser beider Gemütszustand zu willen. Oh Gott. Dennoch sind die Bücher in diesem Teil des Numenons aus gutem Grund verboten. Wir sehen uns keiner apokalyptischen Gefahr gegenüber, also weshalb müsst ihr auf solches Wissen zugreifen? Einen ganzen Tag streamst du noch krass. Ja, aber offline. Ich streame offline. Wer geht denn offline stream? Striptease vor den Tieren? Okay, ja. Oh, Quest! Ja, Entschuldigung, ich muss jetzt lesen. Ihr habt gefragt. Was? Ich frag nie wieder. Du, ihr wolltet das wissen. Auf der Linie Stream. Die Tiere verstören! Wow! Das Schlimmste ist, die Tiere lehnt damit schon eine ganze Weile, also. Ich glaube, nur verstört, da können sie nicht mehr werden. Ich weiß auch nicht, warum die ganze Zeit so zucken. Zucken mit den Augen rollen. Gute Nacht, Frisches. Schlaf schön und ich liebe dich. Oh Gott, gut, dass wir ab 18 sind. Ja. aber so muss das auch, sonst wäre es langweilig. Ja, oh, das, ich weiß nicht. Wir sind ab 18, ich bin aber noch gar nicht so alt. Im Moment fühle ich mich eher wie 14 oder so. Ach, doch schon so alt. wollte ich nicht lesen? Ja, wollte ich. Puh, aber tief durchatmen. Oh. Wusa. Okay. Weshalb? Für ein Wiedersehen, Fauchonneau. Für einen Bruder, der seit zu langer Zeit von der ihm geliebten Schwester getrennt ist. Nachdem sie sich zum Schutz ihrer Heimat ins Nichts warf, sehnt sich sein Herz nach ihr. Und doch gibt er sich diesem Wunsch nicht hin. Über sein Herz stellt er die Zukunft seines Landes und dessen Bewohner. Die es mit all seiner Macht zu schützen gilt. Bewiesen hat er diese Inbrunst bereits während den letzten Tagen. Denk einfach an den Strip von den Tieren. Wusa.
Ryan, das macht sich besser. Das macht sie gar nicht besser. Nein, dies ist keine apokalyptische Bedrohung. Aber für ihn, den Bruder, den er so sehr nach seiner Schwester sehnt, fühlt es sich deswegen nicht weniger gewichtig an. Und ihr, der selbst die fernsten Sterne zu bereisen bereit war, um seine Liebsten zu schützen, denke, ihr versteht, wie sich ein solches Sehnen anfühlt. So ist es ja auch nicht. Danke, Ryan, danke. Ich hab dich auch lieb. Ich hab dich auch ganz doll lieb. Es gibt in der Tat noch viel, das wir über die Splitterwelt lernen können. So wäre die Reise zwischen den Welten ein großer Schritt, jene Wissenslücke zu füllen. Freut euch bitte nicht zu früh. Die finale Entscheidung obliegt dem Rat der Philosophen. Lachen ist gesund, das stimmt. Monchamp und ich werden euer Anliegen in der heutigen Sitzung vorlegen. Wir suchen euch in den Badesions Annex auf, sobald sie vorbei ist. Ich kann diesen einen Namen echt nicht aussprechen. Schwend mal kurz für 15 Minuten, ich muss mal zum Zigarettenautomaten. Okay. Ja. Bring mir was mit! Ein Feuerzeug zum Kokeln? Okay. Vielleicht habt ihr euch ja dann entschieden, ob Delis oder nicht oder was auch immer wir noch machen. Ich wär's für Adlerfarm für dich. Ach, ja. Ich hätte auch noch dritten Kreis offen und Puppenfestung. Puppenfestung. Ja. Oh Gott, das erinnert mich an dieses Lied. Nüsse sind gesund. Wieso? Das Lied musst du mir schicken. Bis gleich. Das Lied musst du mir schicken, Ryan. Ich will's wissen. Pötchen will's wissen. Pötchen will's wissen. Nein, ich habe nicht so viel Alkohol getrunken. Ich bin beim zweiten Glas. Daran liegt's nicht. Ich bin so geboren worden. Glaube ich. Macht's auch nicht besser. Oh Gott, wenn ich das Bild schon sehe. Ich höre es mir danach auf jeden Fall an. Ich höre es mir auf jeden Fall nach dem Stream an. Ich glaube, das wird lustig. Die Sitzung ist also vorüber. Wie ist es gelaufen? Nun, einige Mitgliedern war zu Ohren gekommen, dass die Bitte von einer Schülerin der Hexe Matoya gestellt worden ist. Die Empörung war mitunter groß. Doch lauter noch war die Stimme eines Ratsmitglieds, das uns alle daran erinnert, wie viel ihr für Shadayan getan habt. Und das höchste Zeit sei, uns dafür erkenntlich zu zeigen. Ah je. Das hat selbst die ärgsten Zweifler überzeugt. Die Erlaubnis zum Betreten des verbotenen Bibliotheksflügels ist auch hiermit erteilt. Vielen herzlichen Dank. Ihr habt euch wahrlich für uns eingesetzt, nicht wahr? Geht nur bitte vorsichtig mit dem Wissen um, das ihr im Numenon findet. Das wäre alles, denke ich. Nun entschuldigt mich, die Pflicht ruft. Forschung nur, ganz wie wir ihn kennen und schätzen.
In der Tat, es bedarf einer redlichen Charakter und eines stoischen Willens, um Shadayans Plan des großen Exodus nicht nur einmal, sondern gleich zweimal zu koordinieren. Juhu, ich kann die Quest abgeben. Yay. Irgendwo, wenn ich endlich mal sehe, wo hier das ist. Ach, da. Darf ich jetzt zugeben, dass ich ein wenig aufgeregt bin? Seit ich klein war, habe ich wieder und wieder davon geträumt, mich in den verbotenen Teil der Bibliothek zu schleichen. Und jetzt gewährt bei mir ganz offiziell Einlass. Einfach so. Kann es kaum erwarten, herauszufinden, welches Wissen die Demir in ihrem ominösen Buch gebannt haben. So, wie viele Quests sind es jetzt noch? Drei? Vier? Nee, drei. Warte, eins, also, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, drei Quests. Also mit der hier vier. Gehen wir von aus. Nein, es gibt wieder neue Materie. Ich habe doch keinen Platz. Du hast die ganze Zeit Materie in den Rachen gestopft. Ich nehme an, ihr wollt sofort aufbrechen? Das haben wir vor, ja. Dann wendet euch noch an die Inhaltsverzeichnis Marionette im Numenon. Wer wollte euch in den richtigen Flügel führen? Verstanden. Vielen Dank, Rektor Mundschein. Dankeschön, meine liebe Stola. Damit überlasse ich euch eure Studien. Okay, da hat jemand das Ding ins Outfit schon gefärbt. Ja. Also dann. Nein, sie begleitet mich wieder. Ich kann mich wieder nicht porten. Wollen die mir ernsthaft damit eine Strafe auferlegen? Ja. Oh. Das haben wir auch schon wieder seit. Oh, come on, ich will mich teleporten. Mhm. Na gut, der Weg ist jetzt nicht so weit, aber es ist ja trotzdem nervig. Ah, rein Stufe 3. Ich stalke überhaupt nicht. Nein, nein, du. Ich bin überhaupt nicht neugierig, was Ryan macht. Nein, gar nicht. Ich bin doch nicht neugierig. Jemand sagt, du bist komisch und deswegen mag man den dann jemanden. Ja. Genau deswegen. Genau deswegen. Oh je. Huch. Das Ding ist zu groß. Hier habe ich nach Ansätzen gesucht, bis Raha und du mich aus den Büchern gezogen habt. Da hätte ich lange lesen können, auf das Werk, da dem mir wäre ich nur doch nie gestoßen. Die Legenden um Al-Sadal den Dritten waren mir auch überhaupt nicht geläufig, sonst hätte ich mich vermutlich schon früher in Tafnirs Richtung orientiert. Aber dazu hätte ich wohl eher eine Sammlung von Mythen und Abenteuern lesen müssen, als Dutzende von wissenschaftlichen Abhandlungen. Dabei ist mir doch mehr als bewusst, dass ein vertragtes Problem oft einer kreativen Lösung bedarf. Es gilt, über den eigenen Tellerrand zu blicken und um Ecken zu denken. Hätte ich nur die Zeit, ich würde noch so viel mehr Lektüre verschlingen. Oh ja, das würdest du. Das hier ist der Numenon verboten Flügel. Bitte folgt mir und vermeidet offenes Feuer so weit wie möglich. Ich glaube, beziehungsweise. Oh, wird geredet? Bitte sagt, es wird geredet. Warum wirkt das wie eine Inni? Eine Bücher-Inni. So viele Bücher, die ich auch gern. Zwischen all den Werken wartet irgendwo die Forschung der Demir auf uns. Wir müssen sie nur finden.
Du warst nicht mehr Bibliothek. Ja, sag ja, hätte ich gerne. Ich verstehe den Satz nicht. Hätte ich gerne. Ich meine, wo soll ich... Ich habe jetzt schon keinen Platz mehr für meine über 200 Bücher. Ich brauche auch sowas. Einen kompletten Raum nur für meine Bücher. Ja, das lese ich jetzt aber nicht alles vor. Du meinst, was ich... Ach so, deswegen. Ja, es hätte sein können, dass es so eine Instanz ist, nur mit Büchern. Also, ne, so... Ah, hier müssen wir hin. Also, so wie Bücher greifen uns an und, ne, flattern sich da den Wolf. Stola, ich hab es. Hast du es gefunden? Verzeih, war wohl keine große Hilfe. Das erste Buch, das ich aufschlug, war bereits so präsent, dass ich mich nicht mehr lösen konnte. Ja, das kennen wir ja nicht anders. Die Musik nervt nur ein bisschen hier drin. Ausgezeichnet, dann wollen wir doch mal sehen. Schnell kommt man auf Level 60. Der Äther der Schrift ist unverkennbar. Dieser Foliant entstammt der Feder eines Demir. Die Aura gleicht der Werkstätte der Alchemisten. Wenn du nur Inis läuft, recht fix. Die Geheimnisse diese Seiten wohl hüten. Also sagen wir so, ich mache einmal kurz. Ich habe mir, als ich krank war, einen privaten Char gemacht, den ich auf der Konsole gespielt habe. Und ich habe es innerhalb von einer Woche, ich habe aber auch viel gespielt, muss ich dazu sagen, von Level 1 auf 54 geschafft. Mit einer Klasse. Sind überdies imstande, Verstärkung aus ihrer Heimatwelt zu rufen. Der fähigste Beschwörer unter ihnen ist dabei zweifelsohne der Atomos. War aber bei Story Quest Level 40, glaube ich, ungefähr. Also du kannst es von 1 bis 60, wenn du die Story durchspielen willst, könntest du, wenn du viel spielst, also fast täglich, sogar in einem Monat schaffen. Eigentlich. Gut, seit heute kannst du ja die Innis ohne andere Mitspieler laufen. Also zumindest von 1 bis 50, die Innis. Das heißt, die Wartezeiten fallen dir quasi, wenn du keinen Bock auf andere Leute hast. Aber wie gesagt, wenn du viel spielst, könntest du es in einem Monat schaffen. Wenn du viel spielst. Also die Möglichkeit besteht. Und wenn du zum Beispiel eine Klasse halt relativ fix auf 60 hast, kannst du halt die zweite Klasse anfangen. Sozusagen. Weil du kannst ja mit einem Charakter kannst du alle Klassen spielen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ach ja, der Bade ist schon 60, kriegt keine Erfahrung mehr, bist aber gerade mal mit dem Haupt, also mit Realm Reborn durch und fängst gerade mit den Patch-Inhalten an, dann kannst du dann immer noch sagen, okay, ich spiele jetzt Schurke oder Heiler oder keine Ahnung. Dann kannst du damit dann halt weiter leveln. Geht also recht zügig. Komm mir vor wie eine alte Frau, ey. Psst, geht gleich weiter mit reden. Aber so alt bist du noch gar nicht. Ich frage nur wegen Vollversion kaufen. Alles gut. Strom aus nichts, alles gut. Ein Quoll aus seinem riesigen Schlund hervor, dem selbst das Himmelsheer nur schwerlich standhalten konnte. Daraus lässt sich schließen, dass der Atomos selbst als ein simples Nichtsportal fungiert. Es gelang uns, ein kleines Exemplar in Gewahrsam zu nehmen und zu studieren. Unsere Studien ergaben,
dass der Atomos dazu in der Lage ist, einen planaren Riss in sich aufzunehmen und eigenständig zu einem Portal zu vergrößern. Während dieses Prozesses entschlüsselten wir seine Ätherwellen und entwickelten daraufhin ein Prisma, das im Kristall gebannten Äther in eine beinahe identische Frequenz wandelt. Letztlich erschufen wir eine magische Marionette, in die ein solches Prisma eingebettet ist. Sie kann mit einem künstlichen Atomos gleichgesetzt werden. Sieh an, die Atomos und ihre Fähigkeit, Nichtswesen zu rufen, ist seit Jahrhunderten dokumentiert. Kurz vor der 7. Katastrophe tauchten sie überall in Eorzea auf. Wenn sie dir nicht selbst begegnet sind, hast du zweifelsohne schon Geschichten über sie gehört. Ein solches Monstrum künstlich zu erschaffen. Es wundert mich nicht, dass Shalayan dieses Buch umgehend verbieten ließ. Aber immerhin haben wir gefunden, wonach wir suchten. Am liebsten würde ich ewig bleiben und mich durch all die weggeschlossenen Schätze der Literatur lesen. Aber wir sollten das Vertrauen des Rates nicht unnötig auf die Probe stellen. Ich denke, für heute sind wir hier fertig.